Ja, ich würde sagen, weiter geht's, ne? Ja, ist ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir haben jetzt eine Stunde 20 hinter uns. Oh Gott, das kam ja schneller vor. Ich hätte jetzt gesagt, wir sind schon fast bei den 3 Stunden. Ja, wir haben jetzt aber für eine Stunde für ein Kapitel etwa gebraucht. Ja gut, das ist aber ein ziemlich langes Kapitel, würde ich jetzt mal verhältnismäßig auch sagen. Also es war halt schon wieder ein Bosskampf, ne? Mhm. Schon der zweite in dem. Ja. Oder war das noch Kapitel 9? Nee, das war schon 10. Okay. Aber wo ist denn jetzt die DVD-Sammlung? Wir konnten ja nicht nach unten. Ach ja, stimmt. Ja, scheiße, okay. hat der Elektrozaun hat geholfen. Huch. Hoppala. Drück immer die falsche Taste. Ich bin schon von Digimon gewöhnt. Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Reichsadler eingesammelt. Reichsadler? Ja, sah aus. Hier, guck dir, drück mal Tab jetzt gerade. Guck dir das Symbol rechts an. Das sieht aus wie ein Reichsadler. Steht bei mir nichts. Oh, aber wenn du Dings drückst, nach rechts gehst, dann siehst du, wie lange die Bots noch unterwegs sind. Was? Wenn du in dein Menü gehst. Ja. Ganz rechts. Ach so, auf 4. Aktiviert. Rückkehr in 8 Minuten. Au! Bei mir eine Minute. Das könnte man ja eigentlich richtig grinden, ne? Man muss sich irgendwo hinstellen. Ich denke mal, die gehen dann 10 Minuten immer. Ja, klar. Und dann los weiter. Aber bei so einem Spiel macht es, glaube ich, keinen Sinn. Ja, das ist für die Leute, die Hardcore direkt eben schon in der ersten Mission die Endwaffe haben wollen. Hier oben auf der Observationsplattform. Schon wieder eine Bank. Ja, das wird sich jetzt echt nicht lohnen, da nochmal dran zu gehen. Vermischt aber gleich. Die Forscher nannten es den Nexus. Sie glaubten, dass diese größere Nexus voll auf Nexus. Wir sind hier im falschen Spiel. An die kleineren Exemplare sendeten. So, meine Bots sind gleich da. Die Maschine gefunden haben, indem sie den Signal upstream durch Nervennetze im Inneren der Kreatur nachverfolgt haben. Moment mal. Wir sollen in das Ding reingehen? Ist das nicht eine wunderbare Chance? Ja, total! Ja, tiefgefroren. Wie sollen wir da reinkommen? Wunderbar, ne? Die Wissenschaftler haben Wärmetauscher verwendet. Ich versuche mal, sie zu aktivieren. Sucherbot wartet an der Bank. Nein, bringt nichts. Der andere? Wahrscheinlich gibt's auf dem Dach einen Ofen. Wenn ich ihn finde, okay. Bring ich ihn auch zum Laufen. Isaac, sei vorsichtig da oben, ja? Ja. Nur ich soll vorsichtig sein. Ja, ich hallo? Scheiß auf dich. Was ist das denn? Diskriminierung hier? Ich scheiß auf dich. Das ist doch einfach ein Scheißverein hier. Dann der bitte auch noch. Dann fliegt mal los, meine Roboter. Oh. Zahnradrätsel. Aber das funktioniert noch nicht. Da müssen wir wohl erst die richtigen Zahnräder finden. Die Ogerzähne? Ogerzähne. Persönliches Log Dr. Earl Serrano. Das Nexus-Experiment ist, ja, einfach unglaublich. Wir fanden 2 fast unberührte Exemplare und die Knöpfe. Rund um die Uhr, um sie freizulegen. Und Fahrstuhl. Und Anzug. Wir lernen so viel über die Kommunikation dieser Necromorphs. Die gesamte Spezies scheint durch der Archäologenanzug wurde freigeschaltet. Vom niedrigsten Fußsoldaten bis zur mächtigsten Kreatur. Aber woher kommt das Signal? Dieser Frage werde ich nachgehen. Wo wir gerade über Sevano, ne? Kennst du Sevano Schenk? Ja, ne? Serrano meinst du? Ja, Serrano, Sevano, wie auch immer. Ja. Ja, kennst du, ne? Ja. Ja. Magst du den? Ich mag Schinken allgemein nicht wirklich. Boah, weil das ich liebe dieses Ding. Ich esse das immer Weihnachten, wenn ich nach Hause fahre, immer. Es gibt ja da diese Riesen, wo du halt so eine komplette Keule, ne, kaufst. Mhm. Alter, jedes Mal. Mm. Und dann komplett über Weihnachten, über 3 Wochen wird dieses Ding komplett gegessen. Das sind bei Proteine. Uns gibt's die sogar auch viel. Ja, wohl Serrano ist doch auch so ein Luftgetrockneter, ne? Genau. Dann müsste ich den sogar auch mögen, weil Lufttrocknet ist noch okay. Ja, ja, das ist ein Luftgetrockneter ganz. So, huch. Oh. Ich wurde aus dem Spiel gekickt gerade. Was? Ich habe gerade plötzlich meinen Desktop gesehen.
Also bist du jetzt nicht mehr bei mir drin, oder was? Doch. Achso, ich hab gedacht, du wurdest komplett rausgeschickt. Nee, ich bin auf dem Desktop geflogen. Nee, und Seranischen, das ist so geil. Also den würde ich bestimmt auch essen. Ja. Ich mag halt so Kochschinken, mag ich nicht. Ja, gut, das sind ja aber auch... Das eklig. Ich finde auch, die sind halt alle zu fettig, aber Serrano-Schinken, das ist ja wie Parma-Schinken, die sind ja... Oder, es gibt noch irgend so eine Süditalien von... Oder nicht Süditalien, von Sizilien, der ist so extremst... zart, wirklich. Wenn ich sowas esse, schneide ich aber auch die Fettschicht dann ab, also... Alles, was weiß ist, meistens ja, weg. Das ist ja auch meistens nicht so lecker. Die alle essen das eigentlich immer so. Also bei Bacon zum Beispiel. Bacon ist ja auch fast nur mit Fett so ziemlich durchzogen. Aber wenn du den halt brutzelst, da geht fast alles raus. Das mag ich zum Beispiel an Bacon. Ja, ich esse Bacon ja auch nur, wenn er gebraten ist. Also es gibt ja Leute, die essen den halt so. So ganz kurz rein und... Also quasi wirklich, wenn der immer noch weich ist und das geht halt gar nicht. Ja. Bacon muss schon fast schwarz sein. Ja, also der muss halt wirklich, muss knuspern. Kross, oh, kross. Hier ist eine Upgrade-Platine. Ich habe eben einen eingesammelt, ja. Jetzt bin ich übrigens Iron Man. Danke für die Sachen. Hm? Das Medipacks getroppt. Ja, brauche ich nicht. Ja, ich nehme die gerne. Was ich brauche, sind Muni. Glaube ich denn? Ich habe nur noch ein Magazin voll. Was ist eigentlich also, Somatgel? Das brauchst du meistens für die Rüstung. Ah, okay. Ich dachte, so. Das wäre irgendwie zum Waschen oder so jetzt. Oh, hier ist ja auch noch mehr. Einfach alles mitnehmen. Okay. Auf ja, zum Fahren! Ja. Neuartig. Sehr neuartig. Noch nie erlebt, noch nie gemacht. Doppa. Dauert doch gar nicht lange. Dann ist doch aber noch nicht Mass Effect 1 gespielt. Habe ich auch nicht. Da gehen Fahrstuhlfahrten etwa 2 Minuten. Mm. Weil das Ding ist, es gibt keine Ladebildschirme, stattdessen fährt man halt Fallschirm nur. Oh, ja, das ist aber eigentlich recht nett. Ja, aber ganz ehrlich, das lohnt sich dann auch nicht. Das? Abfallmulde. Hä? Ist auf jeden Fall ein... Oh! Hör Gegnermusik. Ja, egal. Aber wo? Da hinten! Hä, was kommt denn da? Da ist nichts mehr. Oh, jetzt schon. Achtung! Vulgell rausschmiss! Meist dich aus der Wohnung gleich. Aha. Ich habe den Ofengenerator gefunden. Jetzt muss ich nur noch was rausfinden, wie ich hinkomme. Da muss es rein. Hm? Schön. Ja, ich hol das mal gerade kurz. Ja, mach mal. Das ist natürlich... Bist du sogar eigentlich oben lang. Aber das könnte halt Secret sein, ne? Was? Was willst du? Was? Ich hab gesagt, das könnte Secret sein. Hä? Weil wir eigentlich oben lang müssen. Hä? Rein damit! wo ist es hin? Da, ich hab's.
das nicht irgendwie nach vorne schieben vielleicht? Nee. Lell? Wie soll ich das denn dann da reinkriegen? Nee, da ist aber nichts weiter, was man wichtig irgendwie machen könnte. Kriegst du nicht reingeschossen auf jeden Fall. Versuch's mal durch das Fenster vielleicht. Wo es wahrscheinlich Fenster? Auch nicht geht. Nee, das ist noch weniger Platz. Du kriegst das hin. Ich hab halt schon extra eine höhere Reichweite. Wie geht das denn über O? Man kann die Sachen halt auch nicht schieben, ne? So nach vorne, ne? Nur schießen. Ich würde sagen, scheiß drauf und wir gehen den richtigen Weg. Nein! Weiter. Das ist nicht, das passt nicht. Scheiß drauf, das passt schon. Ist nicht unser Motto. Aber wie willst du es denn reinkriegen? Reingeschossen kriegst du es nicht. Doch. Es gibt nicht zu eng, nur zu jung. Es gibt nicht zu jung. Meine ich ja. Zu eng. Das ist genauso wie mit, das ist genau die Scheiße, worauf ich keinen Bock habe. Verwechsel ich auch immer. Das ist die Scheiße, auf die ich Bock hab. Weißt du was? Da ist eine Leiter. Ich glaube, wir können da einfach reinklettern. Also gehen wir doch den richtigen Weg. Nein, wir probieren das jetzt so. Partner braucht mehr Platz, scheiß auf den. Oh. Danke. Eine Rakete, die waren weg. Guck, da ist die Leiter, die hier reinführt. Ja, passiert halt. Ich hab diese Lurschaugen. Ich sehe sowas. Nun. Nix mit Secret. Nun. Das ist jetzt peinlich. Oh. Hilfe! Oder so. Oh. Zwei Feuerrate minus ein Clip. Kann das nicht einfach mal auch was ohne Minus geben? Nö. Ja, wir haben verkackt. Das war halt scheiße. Also ich nehme die Tür. Ja. Nur so. Warum schickt mich der Weg denn dann hoch? Verarschung. Komme. Na, ich habe mittlerweile alles selbst gemacht. Dann ist ja gut. Kannst du dir auch mal alleine was überlassen. So. Ist das jetzt drin? So, wieder nach unten, ne? Krass. Er nimmt einfach die Leiter. Wenn das Spiel mir sagt, geh da lang, dann geh ich da lang. Ja, aber mit deinen Argus-Augen müsstest du sowas doch sehen. Nein. Nein. Nicht gucken, was nur gucken, nicht anfassen. Plaudert ihr nicht? Ja? Er sagt, dass er die Ofenanlage in Gang gebracht hat. Er ist jetzt auf alte Krombacher-Werbung. Krombacher? Da glaube ich Krombacher. Nee, das war doch diese Sekt-Werbung.
bedeckt. Mit dem Bauchnabel. Nee, das war ja eine andere Werbung. So. Das prickelt so schön in meinen Bauchnabel. Ist trotzdem noch verriegelt. Dann vielleicht jetzt das Zahnradrätsel. Hä? Die Zahnradrätsel? Das, was hier hinter ist. Was? Hier. Isaac, die Wärmetauscher sind jetzt hochgefahren. Oh. Trotzdem taut das Ding. Ah, Wärmetauscher. Die müsstest du doch eigentlich auch kennen, oder nicht? Ich glaube, er ist festgefroren. Sag mir jetzt gerade so nicht. Ich frei, wenn ich den Druck in den Rohren anpasse. Dann ist das wohl doch nur ein Chemikantending. Hä? Was sollen wir denn machen? Immer 10% hochfahren, glaube ich. Oder was? Hm. Wir müssen nein. Ah, warte, da steht doch. Erst die 3. Nochmal die 3, oder was? Nee. Warum steht denn dann da 3 drüber? Nein, ich glaube die 3. Nee, warte mal. Nee, die 3 sah schon gut aus. Mach nochmal. So, jetzt leuchtet nichts. Jetzt wieder die 3. Aber jetzt leuchtet wieder alles. Die 4 leuchtet nicht. Stimmt. Machen wir, fangen wir mal mit der 4 an. 4. Zack. Passiert nichts. Ah, doch, jetzt leuchtet wieder nur die 3. Und es schaltet sich selbst wieder ab, okay. Nochmal. Hallo. Also, das sind nicht die Wärmetauscher, die ich kenne. Goodbye. Das ist wieder aus. Irgendwas machen wir doch falsch. Irgendwas muss diese 3 zu bedeuten haben. Sollen wir vielleicht 1 plus 2 rechnen? Und dann gleichzeitig? Mal gucken, mach mal an. So, 3, 2, 1. Passiert nichts. Vielleicht nacheinander dann? Vielleicht müssen wir ja gleich schnell sein und alle machen. Nö. Die 3 muss doch irgendwas sagen, die da drüber ja, klar, stehen. Irgendwas muss das zu bedeuten haben. Und die 3 leuchtet halt auch nur. Nee, doch. Schon wieder so ein Rätsel, Mann. Ja, das bringt's auch nicht. Komisch. Irgendein Detail übersehen wir doch. Hammer, warte. Wer kann das länger drehen? Oh. Oh. 1, 2, 4, mach 4. 1. Sind wir dumm? Zwei. Los, ein. Nein, dreh doch! Und 1. Jetzt ist jetzt aber ein bisschen am Überladen hier. 4. Fertig. Ich hab Angst. Ach ja, komm. Bestätigen vielleicht nochmal? Oh!
so ein Genius. Einfach gedrückt halten. Sag ja, wie sie übersehen in Detail. Das sind wieder meine Lurschaugen, die kommen halt. Sind eine Art Medium der Markersignale. Und naja, die Wissenschaftler haben einen Sensor gebaut, um über den Signalabstream die wieder weg hier. Und wo ist der Sensor? Möglicherweise zerstört, aber ich habe die Pläne gefunden, um einen neuen zu bauen. Cool. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt.